Hallo, Freunde! Mama! Oh, Milly zerstört hier gleich die Begrüßung. Sag mal, guten Morgen! Guten Morgen! Wir dachten, wir versuchen mal wieder zu vloggen, ne? Sogar Mila hat es vermisst, aber ganz besonders ihr habt es vermisst. Und ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir feiern Luis Geburtstag nach. Oh, und es ist komisch, irgendwie jetzt wieder so zu sprechen und die Kinder gucken mich ganz komisch an. Und was machst du für einen Quatsch? Genau, und jetzt, ich bin eigentlich schon voll spät dran, aber ich komme. Warte gleich. Aber ich komme im Moment überhaupt nicht aus dem Bett. Und ich bin auch gerade richtig müde. Und ich versuche jetzt aber einfach mal den Thermomix anzuschmeißen und loszubacken. Und ja, ich habe einiges geplant und die Zeit läuft. Hallo. Und genau, die Kinder haben noch Schlafanzug an. Ich habe hier auch noch halb den Schlafanzug an. Ich muss auch. Aber ich dachte, das wird gleich eh alles schmutzig. Ich muss auch. Oh, ja, aber du musst schneller rausnehmen. Möchtest du einen Schlafanzug? Mhm. Sag hallo. Hallo, bla bla. Was machen wir denn heute? Wir feiern Luis Geburtstag. Ja. Ja, genau, wir müssen nachfeiern, weil er krank war. Also nicht richtig, nicht krank, sondern er hatte was mit den Händen. Ich zeige euch jetzt nochmal einen Spieler von Geburtstagsmorgen. Das bin ich. Das ist lecker, ne? Das bin ich. Ja, du kriegst auch gleich. Kuchenteig naschen. Ich möchte auch. Gibst du Louis auch was? Kann ich auch gleich noch? Kann ich auch gleich noch? Da kommt sogar. Und der erste wird ein Regenbogenkuchen. Und ihr seid hier nur am Naschen, ne? Ja. Ja. Nee. So, ich werde mich jetzt an die Torte wagen. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Motto ich so wirklich mache. Es gibt eigentlich diesmal kein Motto. Sonst hatte ich da ja mal so grob irgendwas gemacht. Aber irgendwie war mir das diesmal ein bisschen zu blöd. Eigentlich hatte ich erst gedacht Paw Patrol. Louis liebt Paw Patrol. Aber mal gucken, ob ich da irgendwas gebastelt kriege. Wir hören mal jetzt die Torte und ja, zeige euch ein bisschen, wie das funktioniert. Das ist wirklich das einfachste und das beste Rezept. Und das verrate ich euch heute. Und zwar braucht ihr eigentlich nur 3 Packungen Frischkäse, 2 Packungen Butter, Vanillezucker, Vanille. Aroma oder wie man das auch nennt. Und Zucker auf jeden Fall. Und das kommt dann, ich schreibe euch die Mengen nochmal in die Infobox. Und das müsst ihr alles gut durchrühren. Zuerst die Butter gut aufschlagen. Und dann den Frischkäse unterheben. Und das Ganze mal eben mit einem Thermomixer. Das geht wunderbar. So sieht jetzt die Creme aus. Und die kommt jetzt auf diese Böden drauf. Ungefähr so 2 cm dick. Und dann mache ich noch Himbeeren drauf, das zeige ich euch gleich. Also zuerst nehme ich so einen kleinen Klecks und mache den so auf die Tortenplatte. So, und dann mache ich den ersten Wiener Boden drauf, damit das nicht verrutscht. So, also das sind gefrorene Himbeeren und genau so dick ist ungefähr die Schicht. Und da kommt jetzt einmal der nächste Boden drauf und das Ganze wiederholt sich dann. So, und dann streicht man die nochmal von allen Seiten so glatt, wie es geht. Hier sieht es natürlich nicht so gut aus. Das mache ich immer mit so einem Spatel. Man könnte es so lassen, zum Beispiel da nochmal Obst drauf packen. Und so ein bisschen verzieren. Aber ich mache Fondant drüber. Und den rolle ich jetzt aus. So, Fondant ist ausgerollt und Torte steht auf dem Boden. Kinder gucken auch zu. Und jetzt wird der rübergelegt. Nicht anfassen, habe ich gerade zu Mila schon gesagt. Ach, es rutscht hier aus. So, Louis Kuchen ist fertig und jetzt bin ich auch im Endspurt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp von euch. Einfach fertigen Pizzateig nehmen. Nach Wunsch belieben, also belegen. Ich nehme einfach Schinken und einmal mit Thunfisch. Und dann rollt ihr das sozusagen zusammen. Und dann habt ihr so kleine Röllchen, schneidet die in Scheiben und dann habt ihr kleine leckere Pizzabrötchen. Ist total gut auch zum Mitbringen. Ne, Mama, kann ich das nachher in den Messer auch mitnehmen? Für Kuchen und so.
Mama macht Pizza. Nee, Mama macht Kuchenteig. Kuchenteig. Mama, ist das Kuchenteig? Nee, das ist so wie Pizza. Das ist mein Spielsachen. Mama, das ist davon eine Käse. Davon Käse. Ui, ich bin hier gerade beschäftigt. Gleich, ja? Und so sieht das jetzt aus. Das ist so lecker. So, es ist alles geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich so schnell bin, doch. Ich war heute Morgen echt, dachte ich, das packe ich alles nicht. Ich muss mich gleich noch ein bisschen frisch machen und mich auf jeden Fall umziehen. Hinter mir steht mein neues Bett. Yay! Das muss ich noch aufbauen. Das ist mein altes. Das ist eigentlich voll praktisch mit den Schubladen. Aber hört mal, wenn man sich draufsetzt. Okay, man, das war voll viel Effekt. Auf jeden Fall knackt es an allen Seiten. Es hält einfach gar nicht mehr. Und genau, ich wollte euch zeigen, ich habe für Mila und für Louis, glaube ich, auch ein bisschen was. Bei Ernstigs Family, wenn man die Jahreskarte hat, gab es 50% auf bereits reduzierte Sachen. Und ja, da habe ich ein paar schöne Sachen mitgenommen, die zeige ich euch einmal schnell. Denn Mila kann davon direkt was heute anziehen. Als vorbildlich habe ich natürlich eine Tüte mitgenommen. Da war es zwar so ein Set mit so einer Leggings, die sieht irgendwie groß aus, sehe ich gerade. Mit so einem süßen Kleidchen dazu. Fand ich richtig süß und ich liebe auch Ernstings Family, so von der Qualität einfach her. Das ist echt kein Schrott, finde ich, was die da haben. Und das ist Größe 122, genau deswegen ist es auch so groß, ist noch zu groß. Und schaut mal, also davon die Hälfte, 5 Euro für das ganze Set, kann man echt nichts sagen. Ist das schön, Mila? Ja. Dann für Louis eine schicke Jeans. Die hat hier so Applikationen und auch hier, genau, 50%. Und so einen süßen Pulli in so einem Bordeaux-Rot steht uns beiden sehr gut. Und das hat so eine gefächerten Ärmel und ja, für 3 Euro kann man nichts sagen. Und guck mal, Mila, ein schickes neues Kleid. Bei dem Kleid war ich mir nicht sicher, ob ich es nehmen soll, weil man sowas ja auch nicht oft anzieht. Ich habe es extra ein bisschen größer genommen und für irgendeinen Anlass wird es schon sein. Und weil es nur 7 Euro gekostet hat, lass mal, Mila, fand ich das, konnte ich das nicht da lassen. Ist halt so ein bisschen festerer Stoff, ein bisschen dickerer, aber es wird ihr richtig gut stehen. Und dann nochmal so ein süßes Set mit so einer Hose mit so Kätzchen drauf. Und so ein dunkelblaues Oberteil und auch hier für 2 Sachen. Das ist mega günstig. Das ist so ein längerer Pullover. Mila liebt diese Dinger. Und ich finde es auch richtig schön bei ihr. Möchtest du das vielleicht gleich anziehen? Was? Dieses Set hier? Ja, Mila brauchte unbedingt Strumpfhosen. Deswegen habe ich mich voll über diese hier gefreut. Ich habe 2-mal die gleiche genommen. Die haben irgendwie 1,50 nur noch gekostet oder so. Und ja, fand ich total schön. Und für Louis haben wir Socken. Ja, so etwas dickere Socken. Also was sind da drauf? Lass mal gucken. Und dann habe ich mir noch ein paar Unterwäsche gekauft. Einmal einen roten BH und einmal so einen blauen BH. Fand ich eben ganz schön. So, ich werde die beiden jetzt mal anziehen und mich auch. Und dann geht's los. Ich freue mich schon, aber ich habe auch irgendwie Kopfschmerzen. Mila macht mich gerade richtig sauer. Nein. Ich habe gerade gesagt, du sollst dich nicht schminken. Jetzt geht sie hier einfach bei. Finde ich nicht witzig, so sauber machen. Oh, ihr seht so hübsch aus. Zeig mal, Louis, dreh dich mal. Dreh dich mal. Mili, du auch? Mila hat schlechte Laune. Na gut. Aber ich hätte nicht gesagt, dass ihr das schon passt. Das ist 116. Die ist so groß geworden, deine Schwester. Jetzt beginnt das große Packen ins Auto. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt alles mit. Das muss wahrscheinlich 3-mal laufen. Wir haben nämlich die Torte, 2 Kuchen, die Pizzabrötchen, Deko. Achso, wir feiern übrigens nicht zu Hause. Moment, oh, die ist traurig, weil sie keinen Paw Patrol Luftballon hat. Aber ich habe gesagt, sie bekommt noch mal irgendwann sowas. Aber man muss dann auch mal akzeptieren, dass man nicht alles haben kann. Ne? So, komm, wir gehen schnell los, ja? Ich mache kein Foto, nur Video.
So ihr Lieben, der Geburtstag ist zu Ende und Louis spielt da gerade mit seinem Fressluftrammer, den hat er gekriegt. Das ist ein bisschen laut. Ja, ich werde jetzt schnell ins Bett bringen und ich gehe auch heute gleich später früh ins Bett. Ich muss morgen arbeiten und übermorgen auch. Und das 10 Stunden am Stück. Und somit muss ich Kraft haben und jetzt schnell ins Bett, weil ich bin auch echt todmüde. Aber ich melde mich gleich nochmal. So ihr Lieben, jetzt habe ich mich in den Stories verhakt von Instagram. Das ist echt furchtbar manchmal. Dann guckst du und blätterst weiter und dann bleibst du da echt eine Stunde hängen und guckst dir Stories an. Mila hat sich übrigens heute eine komplette Haarsträhne abgeschnitten. Das erste Mal hat sie sich die Haare selber geschnitten. Ich dachte, dass wir um diese Phase rumkommen, aber ich hoffe, sie macht es nicht nochmal. Irgendwie hat sie halt eine Schere zu fassen gekriegt. Eigentlich wollte ich jetzt schon viel schneller mich von euch verabschieden. Ich wollte eigentlich nur irgendwie das nicht so stehen lassen, dass ich auf einmal wieder vlogge. Ja, aber ich hatte irgendwie jetzt in letzter Zeit Lust dazu. Oder schon seit Wochen, Monaten denke ich, oh, ich möchte so gern wieder anfangen. Weil ich echt fast jede Woche eine Nachricht kriege, wann ich wieder vlogge oder überhaupt ein Video wiederkommt. Und ja, es gibt so vieles Neues, was ich jetzt noch nicht so sagen kann. Aber in den nächsten Tagen, Wochen. Dieses Video werde ich heute nicht mehr schneiden, weil ich ins Bett muss und dieses Wochenende arbeiten muss. Eventuell mache ich auch Themenvideos. Da könnt ihr mir mal schreiben, was euch so interessiert. Vielleicht habe ich gedacht, ich drehe ein kleines Update, was so los war und ob es euch überhaupt interessiert, ob ihr Fragen habt. Schreibt es einfach unten rein und es würde mich tierisch freuen, wenn ihr ein kurzes Hallo von euch da lässt oder irgendwie einen Daumen hoch. Wer mir überhaupt noch zuschaut, also es sind halt noch einige Abonnenten da geblieben, was ich richtig cool finde. Ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das halt noch aktive Profile sind und aktive Zuschauer. Und ja, in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht.